Schmeckt nicht. Schmeckt echt gut. Noch ein Stückchen. Aber das schmeckt echt lecker. Haben Sie da die Rezepte noch dazu? Natürlich haben wir die. Das Interesse an pflanzlicher Ernährung wächst. Das Internet ist mittlerweile voll von veganen Fleischalternativen. Das ist für uns natürlich eine Steilvorlage. Was taugen die tierfreien Mogelpackungen zum Selbermachen und wie kommen sie an? Ein Satz für unseren Koch Tobi Stegmann. An Veganen kommen auch Profis nicht mehr vorbei. Also Tobi, funktionieren beliebte Fleischklassiker auch in vegan? Ich habe mir ein paar coole Rezepte aus dem Internet rausgesucht und die werde ich heute für euch testen. Ist die vegane Option denn optisch vergleichbar mit dem Original? Hier kommt Gericht Nummer 1. Ich finde, das sieht aus wie Couscous. Mit Brötchen. Deutscher Fleischklassiker. Hacke Pita, ne? Das ist es. Veganes Mett aus Reiswaffeln. Dazu noch Wasser, Zwiebeln, Tomatenmark und, ganz wichtig, Gewürze. Unser Koch hält sich für den Test natürlich streng an die Rezeptvorgaben. Zunächst die Reiswaffeln mit den Händen zerkleinern. Schließlich soll die Textur ja später der von Mett ähneln. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch nie gehört, dass man aus Reiswaffeln Mett machen kann. Damit die Konsistenz später mit dem Original mithalten kann, fügt Tobi noch ordentlich Wasser hinzu. Sonst wird's eine trockene Angelegenheit. Laut Rezept geht aber auch Gemüsebrühe statt Wasser. Dann wird die Masse insgesamt würziger. Die typisch rötliche Mettfarbe soll das Tomatenmark liefern. Dazu noch ordentlich Gewürze, die runden den Geschmack ab. Was natürlich in keinem Mett fehlen darf, sind die rohen Zwiebeln, fein gewürfelt. Das machen wir jetzt. Das Wort Mett kommt übrigens aus dem Niederdeutschen und bedeutete früher ganz allgemein Essen oder Speisen. In der englischen Sprache hat sich das Wort zu Meat gewandelt, also Fleisch. Mett, Hack oder Hackepeter sind geläufige Bezeichnungen für den deutschen Klassiker. Fühlt sich tatsächlich an wie echtes Mett. Also sehr, sehr ähnlich von der Konsistenz her. Das sollte jetzt aber noch mal für ca. 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank gehen, damit diese Reiswaffeln den Geschmack von den Gewürzen auch richtig gut annehmen können. Optisch kommt unsere tierfreie Mogelpackung dem Mett-Original nahe. Nur farblich fällt der Unterschied auf. Aber auf Reiswaffeln kommt man da wirklich nicht. Und mit der richtigen Garnitur ist der Fake perfekt. Was sagen unsere unwissenden Tester? Eine Reiswaffel. Staubtrocken, aber hier schön saftig und lecker. Von daher fand ich das jetzt schon ganz gut. Das war doch schon mal ein gelungener Auftakt. Kommen wir zum nächsten Internetfund. Vegane Leberwurst. Woraus die wohl besteht? Irgendwas mit Linsen. Das sind Kichererbsen. Die Geheimzutat hierfür sind Kidneybohnen. Daneben beinhaltet das Rezept eine Reihe an Gewürzen, rote Zwiebeln und Knoblauch. Unser Koch hält sich auch hier an die vorgegebenen Zutaten. Zu den Bohnen kommt eine deftige Ladung Gewürze. Kann das wirklich nach Leberwurst schmecken? Um diesen herzhaften Geschmack zu unterstützen, haben wir hier geräuchertes Paprikapulver, weil dieser Rauchgeschmack bringt immer so dieses Herzhafte mit, sogar zu diesem deftigen Geschmack, passt hier sehr gut. Man kann mit Gewürzen auf jeden Fall sehr, sehr gut tricksen und diese Herzhaftigkeit in Gerichte reinbringen, wo man sie eigentlich nicht erwartet. Rote Zwiebeln runden den Geschmack ab. Die eignen sich besonders, da sie farblich gut zur Leberwurst passen. Und noch wichtiger, ihre süßliche Note ist optimal für das Gericht. Ein echter Geschmacksträger eben. Kidneybohnen sind echte Eiweißbomben. Mit 24 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm überrunden die kleinen Bohnen aus Südamerika locker jedes Steak. Der Mixer erledigt den Rest. Die Masse sollte am besten 1 bis 2 Stunden durchziehen, bevor es ans Servieren geht. Und wie bewertet der Koch das Ergebnis? Farblich entspricht sie ja nicht so ganz der echten Leberwurst. Also ich muss sagen, ich finde es sau lecker. Ist ein super guter veganer Aufstrich, finde ich. Aber mit Leberwurst hat es tatsächlich gar nichts zu tun. Die Reaktionen der Tester sprechen für sich. Das lassen wir mal so stehen. Fazit: vegane Leberwurst aus dem Internet. Schmeckt gut, aber hat nicht viel mit dem Original zu tun.
Vielleicht kann unser nächster Imbiss mehr. Ein echter Fastfood-Klassiker. So, unsere veganen Burger-Patties, die Königsdisziplin. Ich habe jetzt hier eine Variante aus schwarzen Bohnen im Internet gefunden. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Neben schwarzen Bohnen kommen ein paar spezielle Zutaten rein. Leinsamenschrot, Mandelmehl und Hefeflocken. Alles zusammengeben und mit dem Mixer gut durchpürieren. Also man merkt es natürlich schon beim Mixen. Also es ist eine sehr, sehr kompakte Masse. Danach brauchen wir übrigens einen neuen Mixer. Fleischfreie Burger-Patties kennt man aus dem Kühlregal. Die meisten bestehen aus Seitan oder Soja. Das Problem, laut Ökotest enthalten viele der veganen Fertigprodukte Spuren von Mineralöl und Gentechnik. Und über 80% des nach Deutschland importierten Sojas stammt aus Südamerika. Klimatechnisch keine optimale Alternative. Ein Grund mehr, die Patties selbst herzustellen. Optisch hat es erstmal nicht viel mit Hack gemeinsam, aber am Ende zählt das Ergebnis. Zerfallen sie nicht beim Braten, so ganz ohne Ei? Also ich war mir vorher nicht sicher, ob die zusammenhalten, aber schaut aktuell ganz gut aus. Also wir werden was aufs Brötchen bringen. Die Patties sind gelungen. Tipp vom Koch, möglichst lange anbraten, so entwickeln sich erstklassige Röstaromen. Auf zum Anrichten. Auch hier ist selbstverständlich alles vegan, vom Brötchen bis zur Burgersoße. Sieht appetitlich aus. Wir lassen unsere Tester entscheiden. Also angebraten schmeckt es tatsächlich ähnlich wie eine Frikadelle. Es versucht ja auch so auszusehen, würde ich sagen. Also das ist echt eine gute Alternative zum Fleischbällchen. Auf jeden Fall, aber lecker. Und was sagt unser Profi? Also wenn ich das jetzt vergleichen muss mit den Burger Patties, die man im Supermarkt kaufen kann, finde ich, lohnt sich der Aufwand, das tatsächlich selber zu machen. Weil A, es dauert nicht lang, B, schmeckt super lecker. Klarer Sieg für unseren Do-it-yourself-veganen Burger. Optisch steht das Endprodukt seinem großen Vorbild in nichts nach. Das Internetrezept überzeugt auf ganzer Linie. Kommen wir zu unserem letzten Gericht. Woran erinnert das bloß? Haben unsere Tester eine Idee? Wenn Sie mich jetzt schon so fragen, dann glaube ich, dass das Retortenfleisch ist. Zellkulturen, die in Reaktoren gezogen werden. Ne? Schaut ein bisschen nach Gulasch aus, irgendwie Hühnchen. Also Gyros, hätte ich jetzt gesagt. Das sieht aus wie, wie heißt's? Pulled Pork. Okay, optisch nicht eindeutig. Die große Frage, wie kann man den amerikanischen Barbecue-Hit in vegan nachmachen? Was hat denn so eine Konsistenz? Die Jackfruit. Die Jackfruit ist eine Tropenfrucht aus Südostasien. Optisch würde man bei diesem Gewächs nicht darauf schließen, dass sie als Fleischersatz dient. Eine einzelne Frucht kann bis zu 35 Kilogramm auf die Waage bringen. In Deutschland erhält man sie in Dosen in Asialäden oder Biogeschäften. Das faserige Fruchtfleisch ist sehr neutral, ideal zum Kochen. Ich wusste tatsächlich schon Bescheid, dass man aus Jackfruit veganes Pulled Pork machen kann. Ich habe es allerdings noch nie ausprobiert und bin daher natürlich sehr gespannt, ob es von der Konsistenz her wirklich ähnlich ist. Anders als beim Original wird die Jackfruit noch vor dem Kochen zerrupft. Und wie nah am Fleischgeschmack ist die rohe Frucht? Ist gewöhnungsbedürftig, aber ist okay. Schmeckt nach Käse. Erinnert mich nämlich auch ein bisschen an Artischocke. Wie Palmenherz. So ein bisschen fruchtiger und ein bisschen flüssiger wie Palmenherzen. Gut, das klingt nicht nach Fleisch. Eine knifflige Angelegenheit. Wo will unser Koch den typischen Geschmack herholen? Was macht ein gutes Pulled Pork aus? Natürlich auch eine gute Barbecue-Soße. Und auch die kann man mittlerweile in veganer Variante super kaufen. Eigentlich fast in jedem Supermarkt. Schmeckt wie das Original. Kein Unterschied. Schön rauchig. Wenn alles gut vermengt ist, gelegentlich umrühren und bei mittlerer Hitze 20 Minuten lang köcheln lassen. So verlangt es das Rezept. Anmerkung vom Profi, das vegane Fleisch landet am Ende im Brot. Also darauf achten, dass es nicht zu flüssig ist. Sonst wird es eine nasse Angelegenheit. Unser veganes Pulled Pork aus der Jackfruit. Optisch schon mal täuschend ähnlich, würde ich sagen. Stilecht im Burgerbrot angerichtet, macht es einen guten Eindruck. Aber das Wichtigste steht noch aus, die Verkostung. Was sagt denn der Profi? Ich würde sagen, als geübter Fleischesser merkt man schon sofort, dass es kein Fleisch ist. Aber es schmeckt super lecker. Der Koch ist überzeugt. Und wie gefällt es unseren Probanden? Vom Geschmack ist es ganz gut.
Also es ist jetzt für mich kein Ersatz für Pulled Pork, aber als einfach was anderes schon. Es schmeckt wirklich gut. Schmeckt jetzt nicht auf Fleisch, muss ich sagen, aber ist jetzt nicht deswegen schlecht, nur weil es kein Fleisch ist. Also ich muss abschließend sagen, ich fand alle 4 Rezepte super. Geschmacklich waren sie wirklich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr einfach herzustellen. Und auch den Fleischfressern, würde ich sagen, greift mal darauf zurück. Ist gut fürs Gewissen. Fazit: Unsere veganen Rezepte aus dem Internet taugen definitiv etwas. Sie imitieren vielleicht nicht perfekt ihre fleischlichen Vorbilder, haben aber geschmacklich viel zu bieten. Wer also mal auf Fleisch verzichten möchte, aber trotzdem an der Optik festhalten will, sollte diese Gerichte auf jeden Fall ausprobieren.